Es regnete in der Nacht, als Thomas panisch durch die Straßen Sturmwinds rannte. Er wurde verfolgt und sein Schlechter genoss es offenbar, ein Spiel mit ihm zu treiben. Im Schatten der Nacht versteckte sich sein Jäger und tauchte immer wieder auf, um ihn mit seinem Antlitz zu Tode zu erschrecken. Thomas schrie um Hilfe, doch Donner und Regenprasseln verschluckten seine Worte jedes Mal. Immer wieder lief er quer durch die Stadt, versuchte mit schnellen Richtungswechsel seinen Verfolger abzuschütteln. Doch egal, was er auch tat, es gelang ihm nicht. Der Glaube, dass er die Richtung angab, wohin die Jagd ging, wurde ihm schnell genommen. Denn ehe er sich versah, war er nun auf jener Aussichtsplattform am Hafen, wo der Brunnen stand. Bei dem Licht eines Blitzes erweckte plötzlich die Statue, die oben thronte, seine Aufmerksamkeit. Blut tropfte von oben herab und landete in dem Becken, wo Wasser eigentlich fließen sollte. Schon zur Hälfte mit Blut gefüllt, verharrte sein Blick auf dem Becken. Ihm blieb das Herz stehen, als sein Blick hinaufwanderte. Dort, wo der stolze Ritter sein Schwert halten sollte, erblickte er in den Armen der Statue einen leblosen, nackten Körper. Brutal hingerichtet lag sie da, die Frau mit den blonden Haaren. Ihr Körper war splitterfasernackt und mit tiefen Wunden versehen, wo das Blut hinuntertropfte. Er sank auf die Knie und mit entsetztem Gesicht starrte er seine einst hübsche Komplizin an. Hinter der Statue trat nun jemand hervor. Wie der Tod, in eine dunkle Kutte gehüllt, stand sie da. Ihre Stimme fuhr Thomas bis durchs Mark. In guten wie in schweren Zeiten, auf ewig, bis dass der Tod uns scheidet. Ein abscheuliches Gelächter brach aus ihr heraus, als sie ihr Gesicht enthüllte. Das ist unmöglich, das kann nicht sein, ich hab dich doch sterben sehen, rief Thomas bei Tamaras Anblick. Langsam ging sie auf ihn zu. Und doch stehe ich vor dir, mein lieber, treuer Ehemann. Das Lächeln in ihrem Gesicht war finster, böse und widerspiegelte den Wahnsinn, den sie heraufbeschworen hatte. Unter der Kutte, die sie trug, zog sie nun ihr Runenschwert hervor, das sie einst auf der Festung Ascheros bekam. Thomas, seine Todesängste stiegen ins Unermessliche. Bitte, ich wollte dich doch niemals töten. Sie war das, sie hatte diesen ganzen Plan. Tamaras Miene wurde wieder ernst. Seltsam, als du mit ihr geschlafen hattest, war es mir, als ob ich dort deine Stimme vernommen habe, mein lieber Thomas. Sie stand nun vor ihm, und beim Zurücklaufen fiel Thomas nach hinten auf den Boden. Langsam ging das Schwert in die Höhe, mit der Spitze nach unten gerichtet. Sein Ziel war der in Tränen aufgelöste Thomas. Und nun wird es Zeit zu sterben, mein Geliebter. In diesem Moment, wo das Schwert sein Verlangen nach Blut stillen wollte, kamen plötzlich mehrere Gestalten angerannt. Sie umkreisten die Szenerie und hatten ihre Waffen kampfbereit. Halt! Im Namen des Königs! Die Wachen von Sturmwind hatten Tamara gerade noch gefehlt. Dabei wollte sie es einfach nur beenden. Ihre verdiente Rache bekommen. Von hinten meldete sich eine Priesterin und sprach an einen der Soldaten gewandt. Ich wusste doch, dass ich etwas Dunkles in unserer Stadt gespürt habe. Der Befehlshaber der Wachen trat vor und ging auf Tamara zu. Sofort die Waffe runter! Leg dein Schwert nieder! Du wirst dich für das hier verantworten müssen. Tamaras Wut stieg. Was fiel ihnen auch ein? Sie an der gerechten Strafe für diesen Mann hindern zu wollen. Sie wusste nicht mehr genau, wie es geschah. Doch als sie herumwirbelte, ging alles schnell. Der Kopf des Befehlshabers rollte noch ein Stück, bevor der Rest des Körpers langsam in sich zusammensackte. Was hatte sie da bloß getan, fragte sie sich. Sie hatte den Hass erlaubt, sie zu steuern, und nun hatte ihre Klinge unschuldiges Blut vergossen. Es dauerte nicht lang, bis der Schock bei den anderen Soldaten verarbeitet war und sie in den Kampf mit einstiegen. Mit Schild und Schwert griffen sie Tamara an. Es war für sie ein leichtes, die Hiebe abzuwehren, wobei sie versuchte, niemanden anderen mehr zu verwunden oder zu töten. Schließlich wollte sie ja nur Thomas. Plötzlich durchfuhr ihr Körper ein heftiger Blitz und brachte sie so aus dem Konzept, dass sie nur noch ganz knapp das Schwert eines Soldaten parieren konnte. Jedoch ließ der Nächste nicht auf sich lange warten. Wieder zog der Schmerz durch ihren gesamten Körper. Was zur Hölle war das nur? Im Hintergrund fand sie schließlich die Antwort auf ihre Frage. Die Priesterin webte Gebete und Zauber aus heiliger Magie trafen die Todesritterin immer heftiger. Langsam begann sie zu taumeln. Die heilige Magie setzte ihr arg zu. Irgendetwas musste sie unternehmen, sonst würde sie dem hier nicht mehr lange standhalten. Es zerriss sie innerlich, als immer mehr Blitze ihren Körper durchfuhren. Dieses Mal konnte sie nicht parieren, als das Schwert eines Soldaten in ihren Körper getrieben wurde.
Die Runenklinge fiel ihr aus der Hand und landete scheppernd auf dem Boden. Und wieder traf sie einen Schwerthieb, dieses Mal in ihre Seite. Das war's, so dachte sie. Es gab keine Hoffnung mehr, aus der Situation zu entkommen. Die Priesterin fing erneut an, Gebete zu weben, als sie mit einem Male von einer unsichtbaren Kraft ergriffen und weggezogen wurde. Der qualvolle Schrei der Frau ließ die Soldaten innehalten. Tamara sank auf die Knie und versuchte, sich mit aller Kraft zu halten. Alles verschwamm, als sie sich umsah. Thomas musste die Situation genutzt haben und war geflohen. Die ersehnte Rache ist fehlgeschlagen. Alles war umsonst. Wieder hörte sie gequälte Schreie, als die Soldaten einer nach den anderen von einer großen, bulligen Gestalt niedergestreckt wurden. »Los, du musst hier weg«, hörte sie eine vertraute Stimme sagen, doch sie vernahm sie nur noch weit entfernt. Das Gesicht von Arime, der sie flehend ansah, trat vor sie. Er rüttelte an ihr und half ihr auf die Beine. Stimmen kamen immer näher und es kamen noch mehr Soldaten und Priester. Dieses Mal war es Arime, den die Blitze aus heiliger Energie trafen. Bevor er sich ihnen zuwandt, stieß er Tamara in die Richtung der Kanäle. »Los, lauf!« brüllte er. Sie wollte widersprechen, doch er stieß sie weiter. Ein letztes Mal schaute sie ihn an. Dann wendete sie sich ab und tat, was er sagte. Trotz mehrerer Priester, die nun ihre Gebete auf ihn schickten, blieb er standhaft und kämpfte erbittert. Benommen und verletzt schleppte sich Tamara durch die Stadt, bis vor die Tore. Dann brach sie zusammen. Ihre Gedanken waren bei den Tauren. Was hatte sie bloß getan? Er musste ihr gefolgt sein. Wahrscheinlich hatte er schon eine Vorahnung. Sie wusste, dass sie ihn heute das letzte Mal gesehen hatte. Wieder verletzt, wieder dem Tode nah, lag ich vor Sturmwind. Das Leben, ein sadistischer Kreislauf aus Schmerz. Es tut mir so leid, Arime, dass ich dich damit reingezogen habe. Dein Tod war mehr als sinnlos. Der Tag, an dem ich einen Freund verloren hatte, war der zweite Tag, den ich nie vergessen und entschuldigen kann. Als ich da lag, wollte ich nur aufgeben, einfach das Ende finden. Doch war es nicht das, was für mich vorgesehen war. Noch immer regnete es in Strömen, der Boden war nass und kalt. In meinen Kopf hallte dieses Krächzen. Als ich die Augen öffnete, saß er da, vor mir, und blickte mich an. Ein Rabe. Erstaunt über sein Auftauchen, beobachtete ich das Tier. Ruhig saß er da, machte keine Anstalten, gehen zu wollen. Schon fast hypnotisch wirkte es, als ich ihn in die Augen sah. Er schien zu leuchten. Ein silbernes Licht umgab das Tier, und es senkte den Kopf zu mir hinunter. Wärme breitete sich in meinem Körper aus. Das silberne Licht verschwand, und bis heute glaube ich, dass er es an mich übergeben hatte. Plötzlich wurde das Tier hektisch. Es schlug wild mit den Flügeln und krächzte laut. Mir war, als wolle er, dass ich aufstehe, dass ich wieder auf die Beine kommen soll. Ich tat es. Schwer verletzt nahm ich alle Kraft und Anstrengung auf mich und richtete mich auf. Tiefe Schnitte, aus denen eigentlich Blut laufen sollte, zierten meinen Körper. Es schmerzte, jede Bewegung, jeder Atemzug, der meine tote Lunge berührte. Der Rabe flog immer ein Stück voraus und krächzte laut. Ich folgte ihm. Ich schleppte mich quer durch den Wald von Elvin, immer ihn hinterher. Er führte mich zum Rotkammgebirge, von da aus weiter in die brennende Steppe, über einen Pfad ins Ödland, dann weiter nach Loch Mordern, bis in das Sumpfland. Jeder Teil meines Körpers schmerzte. Ich stand immer vor der Ohnmacht. Doch er führte mich immer weiter und weiter. Irgendwann im Sumpfland hatte ich dann die schon so weit überschrittene Grenze des Möglichen erreicht und musste zusammengebrochen sein. Das Krächzen des Raben war eindringlich in meinem Kopf, doch es wurde immer schwächer und schwächer, bis ich nichts mehr hörte. Ich weiß nicht mehr genau, ob es Stunden oder Tage waren, doch als ich wieder zu mir kam, lag ich in einem Bett, das sich in einer Höhle befand. Ich richtete mich auf und beobachtete die Umgebung. Auf einem Wurzelende, das aus der Wand ragte, saß der Rabe und beobachtete mich, als ob er die ganze Zeit über mich gewacht hatte. »Ah, du bist endlich wach!«
Tamara blickte zum Höhleneingang und sah, wie ein Elf eintrat. Unter Schmerzen versuchte sie, sich aufzurichten. Der Elf trug einen Beutel bei sich, aus dem diverse Kräuter hinausschauten. Er legte ihn auf einen kleinen Tisch in der Ecke und widmete sich dann wieder der Todesritterin. Ein wenig erleichtert atmete Tamara aus. Der Elf war definitiv kein Sindorei. Nein, er war ein Nachtelf. Und nach den diversen Fläschchen, Tränken und Kräutern, die überall herumlagen, scheinbar auch Alchemist. Ihr könnt vom Glück sprechen, dass ich euch gefunden habe. Ihr wart eigentlich schon so gut wie hinüber, als ich euch fand, sprach er mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Naja, streng gesehen seid ihr ja noch immer hinüber, schließlich seid ihr ja untot. Aber ich konnte eure Wunden versorgen und ihr braucht nur etwas Ruhe. Über den Scherz des Elfen konnte Tamara irgendwie nicht wirklich lachen. Zu schmerzhaft war die Realität dahinter. Stöhnend ließ sie sich wieder nach hinten fallen und landete auf dem weichen Kissen. Im Moment fühlte sie sich einfach so schwach. Die Tage vergingen und Tamara kam nach und nach wieder auf die Beine. Sie lernte den Nachtelfen Arwen immer besser kennen. Beinahe liebevoll kümmerte er sich um sie. Zum ersten Mal seit langem spürte sie wieder andere Gefühle und schaffte es sogar wieder zu lachen. Arwen erzählte viel über seine Experimente mit Kräutern und der Alchemie. Einst lebte er in Danassus und war dort als Heilkundiger bekannt. Er erzählte ihr von einer Krankheit, die einst einen jungen Nachtelfen ereilte und dass es einfach nicht schaffte, ihn zu heilen. Darum zog er aus und suchte in ganz Azeroth nach Kräutern und alchemistischen Formeln, um ihm zu helfen. Im Sumpfland stieß er dann auf besondere Kräuter. Er experimentierte und probierte vieles Neues aus. Seine Jahre vergingen und irgendwann wusste er selbst nicht mehr, wie lange er schon von zu Hause weg war. Tamaras Wunden verheilten, dank der Tränke des Nachtelfen. Und nachdem sie wieder aufstehen konnte, half sie den Elfen, wo sie nur konnte. Knapp ein Jahr blieb sie bei ihm. Der Rabe, so erzählte Arwen, war eines Tages einfach da gewesen und nie mehr gewichen. Nur die Tage, an denen er Tamara aufsuchte, war er verschwunden. Arwen glaubt, dass er eine Aufgabe im Leben zu erfüllen hatte und der Rabe ihn half, genau diese zu erledigen. Der Nachtelf erzählte viel von Bestimmungen und dem Tode, jedoch immer mit einem Lächeln im Gesicht. Weitere Monate vergingen und Tamara machte über die Zeit Beobachtungen, die nicht in das Bild des Elfen passten, was sie von ihm hatte. Er hustete, zu oft und zu heftig. Blut lief zwischen seine Fingern, wenn er sich die Hand vor den Mund hielt. Oft sprach sie ihn darauf an, doch er tat es mit nichtig ab und lächelte weiter. Tamara verstand erst später, wer der Nachtelf war, dessen mysteriöse Krankheit er heilen wollte. Irgendwann war sie dann da, die Zeit des Abschieds. Es war im Herbst und die Tage wurden langsam kürzer. Arwens Worte zum Abschied hallen noch bis heute in meinen Kopf und sie haben meine Einstellung von diesem Tag an grundlegend beeinflusst. Er sagte mit einem Lächeln im Gesicht: Sei nicht traurig, meine Liebe, sondern genieße diese Reise. Der Rabe wird dich an einen Ort bringen, an dem du willkommen sein wirst. Auch ich werde schon bald eine letzte Reise mit ihm antreten. Ich habe meine Aufgabe in diesem Leben erfüllt. Es muss Schicksal gewesen sein, dass du bei mir gelandet bist. Vor diesem Tag hatte ich an die Heilung einer anderen Person als Lebensziel gedacht. Doch schau, es kam ganz anders und ich kann nun endlich zufrieden gehen. Mach's gut, Tamara, und lass dich von seinen Schwingen führen. Genau das tat ich auch. Der Rabe führte mich weiter nach Norden der östlichen Königreiche, über grüne Ebenen bis durch Berglandschaften und auch dunklen Wald. Irgendwann erreichten wir nebelverhangenes Tal und die Ruinen einer alten und einst prächtigen Stadt. Es schauderte mir, aber dennoch folgte ich ihm weiter, hinein in die Ruinen, hinunter an einen Ort, den ich nie für möglich gehalten hatte. Es roch nach Tod und Verwesung. Alles wirkte so kalt, und die Bewohner dieser Nekropole waren alles andere als lebendig. Ich weiß, wie man sie nennt. Verlassene. Der Rabe führt mich immer tiefer hinein. Seltsamerweise erregte ich keine Aufmerksamkeit bei den Bewohnern. Ich war ihnen also nicht fremd. Irgendwann erreichten wir eine größere Kammer mit einer runden Plattform in der Mitte. Auf dieser stand eine weibliche Person. Sie trug einen Umhang, dessen Kapuze ins Gesicht gezogen war. Auf dem Rücken hatte sie einen Bogen umfestigt. Der Rabe flog hoch und setzte sich in eine der Nischen in der Wand. Die Person auf der Plattform musterte mich. Noch eine Todesritterin, sprach sie etwas abwertend. Tamara nickte. Jedoch ist an dir irgendetwas anders, irgendetwas
Vertrautes, fuhr sie fort und umkreiste die Todesritterin. Sag, Todesritterin, wie hast du hierher gefunden? Tamara sah hinüber zu dem schwarzen Vogel und antwortete. Er hat mich geführt, der Rabe. Ihr Blick ging hinüber zu dem Tier. Interessant. Erzähl mir deine Geschichte. Kurz zögerte Tamara, doch dann sprudelte es aus ihr heraus. Kein Detail ließ sie weg, egal wie hart es war, sie erzählte alles. Die Person hörte interessiert zu und als Tamara am Ende war, fuhr sie fort. Deine Geschichte ist genauso traurig und leidvoll wie meine. Ich bin Sylvanas, ehemalige Hochelfe und nun die Anführerin der Verlassenen. Von nun an kannst du hier ein neues Leben beginnen. Erledige alles, was erledigt werden muss. Danach nimm einen neuen Namen an und beginne von vorn. Zudem spüre ich in dir eine seltsame Macht und deshalb wirst du für mich die Todesritter von Unterstadt befehligen. Wieder nickte Tamara und war dankbar für dieses Geschenk. Nun gehörte sie zu jemandem. Nun hatte sie einen Platz in der Welt. Der Rabe hatte sie in ein neues Leben geführt. Doch tatsächlich gab es noch etwas, das sie erledigen musste, bevor sie das Geschenk annehmen konnte. Den Rahmen packte sie in einen Käfig und stellte diesen in eine Gruft, die ihr zugewiesen wurde. Danach ließ sie sich einen Skelettierten greifen und machte sich auf nach Sturmwind. In den Bergen neben der Stadt warf sie noch einmal einen letzten Blick auf die Hauptstadt der Allianz und schwor niemals zu vergessen. Ich kehrte nach Unterstadt zurück und begann nun mit allen abzuschließen. Der Rabe saß noch immer im Käfig, wo ich ihn zurückgelassen habe. Zuerst beschloss ich, dass ich ein neues Ziel brauchte. Ich dachte an Arwen und musste mit der Tatsache nun leben, dass ich nun der Horde angehörte. Allianzangehörige, man würde von mir verlangen, sie zu töten. Die Erinnerung an den Soldaten in Sturmwind schmerzte. Unschuldiges Blut wurde in meinen Zorn vergossen. Also schwor ich, dass egal, ob ich jetzt der Horde diene, durch meine Klinge nie mehr Unschuldige leiden müssen. Dann überlegte ich, was ich mit meinem Namen machen sollte. Tamara war tot, sie ist an dem Tag im Hafen gestorben. Und wenn nicht dort, dann im Sumpfland. Ich werde diesen Namen für immer begraben. Ja, ein Grab. Sepulchrum. Von nun an sollte dies mein neuer Name sein. Mein neues Leben, mein Schicksal. Sepulchrum.